Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Jo, und somit herzlich willkommen in Jurassic World Evolution. Leute, das Spiel ist ab heute erhältlich und es kann endlich losgehen. Oh, wo will ich denn hin? Okay, Cabot Finch. Okay, gut. Hi. Also, ich bin Cabot Finch. Ja? Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Sehr gut. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Und wie? Bauen Sie ein Entwicklungslabor? Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Ja. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Ja, natürlich bin ich vorsichtig. Hallo? Leute, endlich geht es los. Und schaut euch das hübsche Spiel an. Okay, ist mal diesmal was ganz, ganz anderes, als was ich sonst mache. Aber Leute, hier kommen so geile Dinos vor. Und natürlich, es gibt den Indominus Rex. Ich weiß zwar nicht, wann wir da hinkommen, aber I don't know. Okay, wir haben jetzt 3 Millionen... Warum auch nicht? Man braucht halt ein Startkapital. Wir haben schon einige Sachen hier gebaut. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt genau darstellen soll, aber mal gucken. Wir können jetzt hier ein paar Sachen machen. Alles klar, ich kann nur bis jetzt Gehege anklicken. Machen wir jetzt mal. Und wir können Hammond Entwicklungslabor. 400.000! Ja, kostet ja nichts, ne? Okay, wir können das jetzt hier hinsetzen. Baukosten verbaut. Wie kann ich das jetzt richtig bauen? Ah, okay, wir müssen weiter näher rein. Okay, dann bauen wir es jetzt. Da kostet es weniger, da kostet es mehr. Alles klar, dorthin. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode heißen. Las Cinco Muertes? Hört sich schon mal gut an, die Insel? Okay, warum nicht Isla Sona? Wer weiß, hier gibt's ja 5 Inseln. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Ja, können wir natürlich machen. Zack. So, Wege erstmal auswählen. Ist ein normaler Weg. Hey, hier. Guck mal, das geht doch hier von hier aus. Zack, dorthin. Soll ja schön aussehen, ne? Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Was? Was für ein Dino? Dinosaurier ausbrüten, Leute. Okay, warte mal. Wir können die Bibliothek anschauen. So, hier sehen wir jetzt erstmal... Okay, das ist so ein Vingalli. Okay, ein Cera könnten wir machen. Edmontosaurus und Triceratops. Alles klar, was hätten wir denn noch hier? Ist der Indominus Rex jetzt schon hier? Nein, ist er natürlich nicht. Leute, das sind noch nicht alle Dinos, die wir jetzt hier haben, weil ihr seht ja, der Indominus Rex befindet sich hier nicht. Aber ihr seht ja, was hier ein Brachio ist, hier ein Dilo ist hier. Velociraptor haben wir ganz unten gesehen. Vielleicht finden wir ja Blue auch hier. Okay, hier ist ein T-Rex. Der Spino ist auch hier. Hier haben wir jetzt... Ich glaube, das scheint ein Allo zu sein. Nice, nice, nice. Das scheint ein Kano zu sein, so wie es ausschaut. Oh mein Gott, Leute. Okay, wie heißt der nochmal? Striki irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Okay, pass mal auf, Leute. Wir müssen uns jetzt um den hier kümmern. Ist natürlich ein Pflanzenfresser. Und den können wir für 30.000 ausbrüten. Und das werden wir natürlich machen. Yes! Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, oh. Mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Dr. Ian Malcolm, kommen Sie, hi! Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal. Naja. Und ein nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Okay, weil ein letztes Mal gibt es nicht. Dinosaurier kann freigeschaltet werden. Okay, warte mal, wir schauen mal jetzt ganz kurz. Leute, wir können ihn nicht freilassen. Oh Gott. Okay, jetzt bin ich mal auf der Grafik gespannt, weil die Grafik sieht ja jetzt schon echt geil aus. Okay, Dinosaurier freilassen. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment.
Oh, das wie sweet. Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, etwas denkendes Wesen. Ja, so wie den und hier. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Ach, ist schon gut gemacht. Ich bin ja nicht so und zu holen mutierte... Okay, den Indominus Rex holen wir uns her. Aber Leute, sieht das geil aus? Und das Geilste ist, wir könnten jetzt hier sogar einen Ceratosaurus reinpacken, ne? Und die würden dann gegenseitig kämpfen. Und das ist halt übelst nice. Okay, warte mal, auf C können wir freie Kamera auswählen. Was passiert dann? Okay, so, das ist freie Kamera, okay. Wir können jetzt vom Boden aus, aber müssen wir ja nicht, weil wir ihn von vorne sehen möchten, ne? Okay, Leute, was haltet ihr schon mal von unserem ersten Dino? Oh, er geht in den Wald rein. Oder? Gehst du rein? Okay, kann er gar nicht, kann er... Ja, sorry, ab hier ist aus für dich, Kleiner. Ab hier kannst du leider nicht mehr weiter. Okay, wir gehen mal zurück. Was können wir denn jetzt denn noch machen? Alter Schwede, ist das geil. Und ihr müsst euch überlegen, wenn wir jetzt hier später ein Tier so reinpacken. Geht es um drei Hammer. Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Und Wissenschaft. Okay. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Ah, okay. Warte mal, jetzt haben wir hier die Wissenschaft, Unterhaltungsabteilung und Sicherheitsabteilung. So, Tipp. Nach diesem Auftrag können Sie für alle Abteilungen arbeiten. Fordert Sie im Kontrollraum weitere Aufträge. Okay, ich würde sagen eher die Wissenschaft, weil dann können wir mehr Dinos bekommen. Denke ich mal. Dr. Dua. Ja. Das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Okay. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Hi, Tellori ist mein Name. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Ja. Okay. Herzlich willkommen. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Ja, ja. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Bauen Sie ein Expeditionszentrum, versorgen Sie es mit Strom und... Stimmt ja, Leute. Wir müssen das mit Strom versorgen, ansonsten können Aufträge die nicht arbeiten. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Okay, warte mal, wir können jetzt hier hin platzieren. Wie kann ich denn drehen? Okay, unten steht, wie wir drehen können. Alles klar, hier können wir es jetzt nicht hinpacken. So, wie es ausschaut. Okay, dann müssen wir es jetzt wirklich... Warte mal, aber da scheint es doch grün zu sein. Aber wir können es wirklich nicht so hinpacken. Deswegen machen wir es hier. Ist Expedition, also für die Wissenschaft. So, wir drehen es jetzt ganz kurz einmal. Nee, warte mal, wir können es ja ein bisschen... anders mache. Es soll ja nicht alles gerade sein. Guck mal, so sieht's doch eigentlich ganz schön aus. Zack. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Ja, ja. Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell, meine ich. Ach, pass schon auf. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ja. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Ach, ich bin der Chef hier. Hallo? Ich bin ein netter Chef, ne? Ich bin ein netter Chef. Ich werde mich schon um die kümmern. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier einen Weg. Den werden wir so ein bisschen... können wir den eine Kurve machen so? Nee, wie kann man denn hier eine Kurve machen? Guck mal, ah hier, Leertaste, man kann hier eine Kurve machen. Alles klar, dann habe ich das jetzt hier gerade nochmal zurück. Wie kann ich das denn nochmal zurück machen? Kann ich das hier löschen? Ja, okay, wir machen jetzt von hier aus eine Kurve. So, so sieht's doch schön aus. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Alles klar, okay, machen wir. Leute, auf jeden Fall... Falls ihr mehr von diesem Spiel hier sehen wollt und wie wir hier bestimmte Kämpfe machen, also wir müssen ja einen Park aufbauen, ihr kennt es ja natürlich, und falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren und lasst eine Bewertung da. Wissenschaft, Mission Nummer 1. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Okay. Echtes Leben. Wir schaffen sie 50%. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Komm, wir starten und die Mission, Leute. Let's go. Okay, wir müssen Triceratops irgendwie auf 50%
Das schaffen wir doch irgendwie. Wir müssen jetzt die Wissenschaft. Ich wusste, dass sie auf meiner Wellenlänge sind. Ja. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, sie könnten nicht widerstehen. Also los. Alles klar, das ist wie das alte Spiel auf der PlayStation 2. Wir müssen jetzt die Grabungsstätte auswählen. Können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich vollständiges? Hoffe, Sie sind dazu bereit. Ja, hier. Enttäuschen Sie mich nicht. Guck mal, hier, ich hab hier Triceratops gibt's hier, dann gibt's von den Galli noch und Entmontosaurus. Wir könnten sogar den... Aber hier gibt es auch etwas. Ich würde sagen, wir gehen hier mal hin. So, gucken. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Ja, hoffentlich. So, können wir hier jetzt gucken, was wir jetzt kriegen? Dinosaurier, 42 gibt es bis jetzt. Und da ich ja, soviel ich weiß, die Deluxe Edition habe, haben wir vier Stück mehr. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. 2 Minuten verbleiben. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Ja, Natur ja, ja. Und Kommerz. Ganz einfach, oder? Ja, ist irgendwie auf jeden Fall schon mal ganz einfach. So, wir können jetzt... Es regnet! Oh, warte mal. Der Galli angucken. Kleiner, wo bist du? Okay, Doppelklick. Können wir auf ihn draufgehen? Warte mal, wo bist du? Kleiner? Ich will dich beobachten. Oh, scheiße, es regnet nicht mehr, oder? Doch, es regnet. Man sieht es jetzt gerade nicht, weil er unter... Geht er jetzt extra unter den Baum, weil es regnet? Nee, oder? So, jetzt wollen wir... Komm, wir wollen dich mal in der Öffentlichkeit sehen. Nee, es regnet nicht mehr, wa? Schade. Oha, und Leute, das Geilste ist, es gibt hier sogar einen Tornado. Und der kann alles zerstören von uns. Oder einiges eher gesagt. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay, Sie können neue und verbesserte Gene erforschen, um Ihre Dinosaurier damit zu modifizieren. Noch cooler. Manche Gegenstände haben Abteilungsanforderungen, die erfüllt werden. Okay, machen wir. So, was haben wir denn hier? Alles klar, das ist jetzt unsere erste Mission. Aber was können wir hier? Forschung ansehen. Zack, klicken wir jetzt einfach mal drauf. Okay, 1 von 1. Hier können wir jetzt... Wir können das erforschen. Aussehen verändern. Machen wir. Können wir das erforschen? 4 Minuten dauert das. Hier können wir jetzt auch was machen. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Okay, wir brauchen mehr. Zu den Finanzen. Gewinn pro Minute. Minus 7000. Das sieht für uns nicht sehr gut aus, oder? Naja, wie soll es auch ein Plus reingehen, wenn hier noch nicht mal ein Typ ist? Hier bezahlt noch nicht mal ein Typ irgendwas, damit wir irgendwas, ne, Geld reinkriegen. Okay, pass auf. Stromverbrauch haben wir. Wir haben Strom, oder? Irgendwo hier muss... Ah, hier. Das scheint das kleine Kraftwerk. Okay, wir brauchen davon bald mehrere, denn umso mehr Dinger wir haben... Ein Helikopter! Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Alter! Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Okay, warte, was haben wir hier? Leute, wir haben neue Sachen gefunden. Warte. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosauriergenome zu erschaffen. Aufregend. Okay, Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Okay, Leute, wir haben das alles gefunden, aber es wurde ja gesagt, Mist, wir haben nicht genug von dem Triceratops, oder? Nee, wir haben jetzt was von den Galli gefunden. Triceratops natürlich. Warte mal, wir machen mal DNA extrahieren. Gucken, kriegen wir das denn jetzt? Wir brauchen, ich weiß nicht, wie viel Prozent wir brauchen, um ihn herzustellen zu können. Aber bis jetzt ist 0%. 1% erst. Und es geht noch ein paar Sekunden. Okay, wir müssen ganz kurz mal abwarten, was da jetzt passiert. Ich glaube, das war nicht gut. So, Leute, es hat leider nicht gereicht. Wir können aber jetzt hier noch die DNA von den Galli erhöhen. Will ich jetzt aber nicht machen. Wir haben jetzt aber andere Sachen gefunden, ne? Können wir aber nicht so gut gebrauchen. Deswegen werden wir das jetzt ja erstmal verkaufen. Wir brauchen ja halt ein bisschen Geld. So, dann mal gucken. Das lassen wir erstmal. Das verkaufen. Nee, warte mal. Ah doch, das können wir ja eigentlich nicht gebrauchen. Aber es kostet zu viel. Warte mal, wir machen das so. Das verkaufen wir jetzt. Wir brauchen halt davon nicht viel. Dann verkaufen wir ihn hier. Dann werden wir ihn hochmachen. Wir hätten 60.000 dafür kriegen können.
Okay, davon kriegen wir auch viel. Das verkaufen wir erstmal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber sehr hohe Qualität ist das. Wir werden es mal gleich machen. Dafür werden wir aber jetzt diesen Edmontosaurus verkaufen und dann halt mal schauen. Der hat auch nur 4% gebracht. Okay, Galli, ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Wir haben noch... Naja, es geht. Es geht. Wir könnten die Stränge hochmachen, aber ich glaube, wir werden sie erstmal verkaufen. Okay, wir haben wirklich das Falsche ausgewählt. Deswegen müssen wir nochmal zur Forschung zurück. Aber wo befindet sich das? Okay, hier sind die Inseln. So, können wir da drauf gehen? Nee, Expeditionskarte, hier. Okay, passt auf, wir müssen jetzt... Hier, Triceratops. Alles klar, ich habe schon einfach drauf geklickt. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Okay, aber warum auch nicht? So, jetzt heißt es, wie lange müssen wir jetzt warten? 2 Minuten. Okay, warten wir jetzt einfach ganz kurz mal, bis der Heli wieder auftaucht. Leute, hört ihr es? Ja, ja, das hat etwas zu bedeuten. Okay, zu den Fossilen. Oh, was ist das denn? Keine DNA vorhandene. Kostet 120.000. Ah nee, wir können es nur verkaufen. Ach, schade. Aber Leute, 120.000. Warum nicht? Okay, wir können jetzt diese beiden extrahieren. Und dann haben wir den Triceratops. Okay, warte mal. Wir können gerne modifizieren. Leute, können wir das jetzt schon machen? Okay, wir können etwas verwenden, weil vorhin stand da ja etwas. Passt mal auf. Lebensfähigkeit. 5% geht runter. Leute, sollen wir das machen oder eher nochmal weglassen? Lebensfähig. Okay, Leute, wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen ihn ganz normal jetzt irgendwie da modifizieren. Nee, das können wir auch nicht machen. Müssen wir auch ganz normal lassen, ne? Alles klar, wir können ihn noch nicht modifizieren. Aber Leute, im späteren Verlauf können wir es tun. Aber jetzt brüten wir ihn erstmal aus. Okay, es geht sehr, sehr schnell. Alles klar, wir kriegen jetzt einen neuen Dino. Okay, aber ihr habt gesehen, man kann Fossile irgendwie kriegen. Ich weiß aber nicht, ob man damit Dinos freischalten kann. Ich weiß es halt nicht. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Stellen Sie den Wert Ihres Parks auf 5 Millionen. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Natürlich, du bist eingestellt. Come on. Jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, mich eingeschlossen. Ja. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Das stimmt, das stimmt. Ein paar Risiken müssen wir ja eingehen, ne? So ein T-Rex, Indominus Rex und so, die ganzen brutalen Dinos. Okay. Wir können ihn jetzt... Ach stimmt, wir müssen ihn freilassen. Leute, okay, wir sehen jetzt einen wunderschönen Triceratops. Mal gucken, wie die miteinander leben können. Zack! Komm raus, mein Kleiner. Oh, sweet. Ich würde es noch feiern, wenn es Babys geben würde. Das wäre richtig cool. Oder dass die Babys machen. Wow. Geil. Die oh, guck neuen mal. Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Ja, das wollen wir. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Ach, das wären sie. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ach, alles gut. Alles gut. Alles klar. Okay, Leute. Wir haben einen Triceratops. Ist das nicht nice? Oh, guck mal. Schmeckt der gut? Schmeckt es gut? Okay. So, mal sehen. Bauen Sie eine Futterstation für Pflanzenfresser. Wie baue ich das denn? Kriege ich da irgendwie keine Hilfe? Mal sehen. Landschaftsgestaltung? Nein. Wo könnte das jetzt sein? Das müsste ja irgendwie hier Gehege. Okay, hier kann man... Ah, da! Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. 150.000. Leute, ihr macht mich arm. Aber wo stellen wir das jetzt hin? Ich würde sagen... irgendwo hier vorne, wa? So, hier kommt her. Frisst, meine Kinder, frisst. Ich folge Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Henry Sie definitiv Wu. Hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Oh, iss! Oh, komm! Iss mal, Kleiner, iss, iss! Na, schmeckt es? Oh, er isst schon! Okay, sehr sweet. Leute, ist das Spiel nicht hübsch?
Und ich bin schon gespannt, wenn wir wirklich den T-Rex und so sehen. Die sehen so geil aus. Das ist richtig krass. Okay, das... Was macht er da drüben? Warte mal, zurück. Kommen wir da nochmal hin? Na, wie gefällt's dir hier? Ja, ich weiß, ist nicht das Grüne vom Ei, ne? Aber ich muss dich leider hier so gefangen nehmen. Aber ihr habt so ein schönes Leben. Du bist jetzt noch in Sicherheit. Bis jetzt noch. Ich hoffe, es wird nichts geschehen, aber das werden wir halt noch in Zukunft sehen. So, bauen Sie eine betriebsbereite Ranger-Station. Okay, das müsste ja eigentlich, warte mal, hier, Betriebsgebäude. Okay, Ranger-Station. Alles klar, ist das jetzt da, wo wir jetzt jagen können? Okay, den setzen wir jetzt natürlich hier hin, nach links drehen, genau. Setzen wir jetzt, ach mal, so ein bisschen schräg hin. Es soll ja nicht alles gerade sein. Ne, es geht eigentlich, es geht. So, so können wir das eigentlich lassen. Wege kommen jetzt auch nochmal hier, ein billiger Weg. Mal sehen, mit Leertaste wieder eine kleine Kurve. Ne, lassen wir so. So, alles klar, jetzt müssen die erstmal fertig bauen. Hopp, hopp, Leute, schneller, schneller, schneller. Okay, brüten Sie einen Triceratops mit einem Genom von 70% aus und lassen Sie ihn frei. Dann können wir ihn modifizieren. Forschungsziel im Forschungszentrum, Hakenwurmparasiten. Okay, keine Ahnung, was das genau ist. Aber ich will mal ganz kurz schauen, bis das Gebäude fertig ist, wie es ausschaut. Oh, ich glaube, es ist fertig. Okay, und Leute, das Geilste ist, wir können mit diesem Auto, können wir dort reinfahren in das Gehege und können die Dinos beobachten. Und können jetzt hier hinfahren, können Fotos machen und. Ich weiß halt nicht, was alles noch dazukommen wird, aber das Spiel, Leute. Es gefällt mir jetzt schon. Okay, Fossilienzentrum. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefällt. Okay, wir müssen jetzt nochmal hier hin. Wir brauchen jetzt nochmal einen Triceratops. Leute, wir haben Besucher. Sind das die ersten Besucher? Leute, ihr könnt hier doch noch nicht viel sehen. Das sind doch nur zwei Dinos. Oh, hier, guck mal, hier könnte man ein ganz kleines Gehege machen. Für kleine Dinos. Oh, ich habe schon gute Ideen. Ranger-Team, Leute, wir können hier, können wir ein Ranger-Team auswählen. Ich weiß aber nicht, was passiert. Fahrzeug lenkt. Oh, nein. Warte mal, können wir jetzt eigentlich... Okay, die können wir jetzt schon mal nicht umfahren. Betäubungsgewehr, können wir auf R auswählen? Oh, guck mal hier. Wir sehen hier neue Kreaturen. Okay, wir zoomen mal ran. Was ist das? Ist das Megapithecus? Die gab es doch zu dieser Zeit gar nicht. Nein, okay. Leute, Wetterwarnung. Wir müssen jetzt weg hier. Okay, Handbremse ziehen. Zack, wir gehen erstmal zurück. Achso, warte mal. Wir müssen hier richtig einparken, ja? Das müssen wir natürlich machen. Das probieren wir aber später erst aus. Wir brauchen erstmal mehr Dinos. Das probieren wir in der nächsten Folge aus, denke ich mal. Okay, haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet wieder? Gleich. Es ist gleich soweit. Ha, und es regnet natürlich wieder. Okay, Leute, habt den Regen schon mit? Alter, und wie geil das aussieht. Warte, ich muss jetzt ganz kurz zu den Dinos. Wie geil sieht das aus? Oh, die werden sogar nass. Okay, das ist nice. Das ist nice. Die werden wirklich nass. Ach du meine Güte. Ja, alles gut bei euch? Okay, wir müssen jetzt ganz kurz zur Forschungs... Zentrum. Genau, so hieß es. Okay, was haben wir jetzt gefunden? Haben wir jetzt einen Trike gefunden? Nee, haben wir nicht. Okay, Leute, ich habe hier nochmal ein bisschen ein paar Informationen. Futterstation. Wir müssen manchmal die Futterstation auffüllen wieder, weil die alles leer ist, ne? Dann die Großen fressen den Kleinen alles weg und die Dinos können sogar verhungern. Und dies kann schnell zum Tod führen. Deswegen müssen wir richtig schnell aufpassen. Also, ne, falls so etwas passiert. Aber bis jetzt ist noch alles gut. So wie es scheint. Futter ist noch da. Wir müssen nichts auffüllen. Okay. So, ich bin immer noch dabei. Bin jetzt schon zum zweiten Mal dran. Problem ist, wir haben immer noch nicht genug Prozent. Und jetzt schicke ich sie jetzt schon zum dritten Mal dorthin. Und gucken, ob es jetzt funktioniert. So, Leute. Endlich ist es vollbracht. Wir haben jetzt genug Prozent. Und jetzt stellen wir einen her, der aber modifiziert ist. Ich habe jetzt 77%. Auf jeden Fall wird er eine andere Farbe bekommen. Ich würde mal sagen, wir wählen mal das untere aus. Mal sehen, ist das schlechter oder besser? Okay, wir wählen auf jeden Fall das untere aus. Und hier könnten wir jetzt auch noch etwas verändern. Härte der Zähne. Der hat doch keine Zähne. Nee, das würde ja nichts bringen. Dann lassen wir jetzt das erstmal. Aber hier, Verteidigung hat er noch etwas.
Okay, was haben wir denn? Lebensfähigkeit bringt ein bisschen weniger. Gen anwenden, also Gen anwenden. Und dann können wir hier nochmal ein Gen anwenden. Habe ich ganz vergessen zu drücken. So, zack. Das sollte eigentlich genügen. Und jetzt können wir ihn ausbrüten, oder? So, zack. Okay, wir haben es vorgenommen. Gucken, ob jetzt wirklich so ist. Na komm. Okay, ist wirklich so geblieben. Alles klar. Ausbrüten. So, Leute. Nun ist es soweit. 99% und zack. Man sieht hier sogar die Haut. Wüstenhautmuster. Ich bin jetzt gespannt, ob er jetzt wirklich anders ausschaut. Mal gucken. Ja. Der sieht doch geiler aus, oder? Oder sieht der genauso aus? Nee, der sieht anders aus. Seht ihr das beim Kopf? Ja, mal kleiner, ruhig. Alles gut. Oh, guck mal, wie er sich freut. Gehst du jetzt zu deiner Dame hin? Oder bist du eine Dame? Nee, sie hat gleich Hunger. Oder er hat gleich Hunger. Alles klar. Aber es hat wirklich ein anderes Muster. Finanzen, oh, Gewinn pro Minute. 4.800. Alles klar, wir bekommen immer mehr Besucher. Aber Leute, das ist der normale... Oh, guckt euch das an. Na, mögt ihr euch? Oder mögt ihr euch nicht? Okay, solche was ist das denn? Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Ach so. Okay, futtert, trug, was soll ich anschauen? Informationen sind ein wichtiger Teil der Sicherheit. Ist aber alles noch frisch. Reserve 7 von 10. Erhalten. Sehen Sie ihn sich einmal an. Fotoauftrag? Können wir noch anschauen, Leute. Aber erst in der nächsten Folge. Oh, guck mal, die reden sogar miteinander. Och, sweet. Okay, ich glaube, die werden sich schon mögen, denke ich mal. Ach, die werden sich schon lieben. Na Leute, auf jeden Fall war es das erstmal von der ersten Folge Jurassic World Evolution. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch natürlich gefallen hat und ihr möchtet mehr sehen, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.